fange jetzt einfach mal an, mit dem Ding auszupacken. Ich glaube, das ist die Rückseite. Sieht aus wie die Rückseite. Andere Seite. Vorne Dude mit Krone. Und Schweini. Schwein. Jetzt haben wir Text. Und oben ist auch noch einfach mal Logo. Mir jetzt quasi gerade gar nicht so wichtig. Deswegen. Okay, jetzt ist es natürlich auch doof. Jetzt sieht man das oben nicht. Aber das kriegen wir hin. Machen wir mal so, ich hab ein paar Hände. Und Gesicht. Wir packen das einfach mit allen aus, was ich zu bieten habe. Ein Stück schwarzes Papier. Einmal das Steelcase für eine nicht vorhandene Disc, die ich niemals zu diesem Spiel haben werde, weil ich die PC-Version habe. Mike, hallo! Ein Briefumschlag. Eine Pappe. Davon lag auch eine oben drauf, wo dann normalerweise die Spiele mit reinkommen, wenn man eine physische Version des Spiels bekommt. Was haben wir hier? Weiße Pappe. Nach schwarzem Papier kommt weiße Pappe. Dann einmal die Bauanleitung für das, was da noch kommt. Und mehr schwarzes Papier. Und dann sind wir eigentlich schon beim Kernstück der ganzen Nummer hier. Ich ziehe einfach mal dran und guck, was passiert. Ich hoffe, es fällt nicht auseinander oder runter. Und dann ist hier noch, ich glaube, das ist ein Poster. Also, das sieht zusammengefaltet aus. Der gleich. Was zur Hölle ist das? Ein Ding. Ja, die kommt da schon wieder raus. Die baut sich einfach ein Nest da draus. Aus dem ganzen Müll. Ich mag Feuer. So, ich habe ein bisschen Müll dazugelegt. Gucken wir erstmal in den kleinen Briefumschlag hier. Das ist wahrscheinlich wieder das übliche. Ja. Das sind Aufkleber. Ich dachte, das sind einfach nur Prints, aber das sind Aufkleber. Aufkleber auch noch. Aufkleber Schweinchen. Aufkleber 3. Wow. Und schwarzer Briefumschlag. Das ist okay. Hauptsache es geht viral, Schweinsmann. Hauptsache es geht viral. Boah, Schwarz. Wie deine Zukunft. Nimm den Umschlag. Mein Umschlag. Legen wir das da hin. Holen wir das Poster da raus? Guck mal, ich kann aber das Steelcase jetzt aus dem Nahen zeigen. Der ist halt blöd, es gibt halt keine Disc. Aber ich kann ja so tun, als ob ich eine Disc hätte. Ich male mir einfach selber irgendwie so eine bedruckbare DVD an. Ja, das ist das Case einfach. Jetzt haben wir dafür ein Case. Was ich, ich kann mir zumindest was ins Regal stellen. Nun fehlen noch die Kids. Die sauber zu kriegen. Viel Erfolg.
So, und dann ist hier noch dieses Poster. Komm, ich pack das einfach einmal aus. Oder? Nee, ich pack das nicht aus. Ich krieg das dann nie wieder rein. Poster. Das bleibt da schön drin. Hallo, sauberes Jesse. Packen wir es auch erstmal zu den anderen Sachen da hoch. Und da haben wir den Kameraden hier. Ist das Bild scharf? Sieht gut aus. No. Jetzt sind wir den Kameraden hier aus seiner... Ah, Klebestreifen. Mehr Klebestreifen. Klebestreifen. Klebe, 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 klebe. Okay, jetzt geht schon von alleine auf. Müssen wir kurz mal die andere Seite hier entkleben. Kommt nochmal rein. Noch nicht. Einmal plopp. Zweimal plopp. Na komm. Hier unten nochmal ein bisschen rum. Ja. Ich hab ein Rohr. Okay. Dann gucken wir mal. Plastik weg. Jetzt haben wir den Otto hier noch. Ich glaube, da gibt es keine Artikel mehr zum Umtauschen. Das ist doch irgendwie... Ach, guck mal, geht ja ganz einfach raus. Die kleine Grinsebacke. So, ihr hört mich jetzt noch. Ich habe jetzt mal alles rausgenommen, damit wir Vollbild haben. Also es sieht schon... Sieht schon ziemlich gut aus.
Auch. Würdest abnutschen. Okay. So, Bild auch ein bisschen heller. Leuchtet der Bart auch direkt ein bisschen mehr. So, wir haben eine Bauanleitung. Inhalt. Replikt der gekrönten Schädelmaske. Stützkappe. Standfuß. Metallende Stützstange. Batterien zweimal. Als erstes nehmen Sie den großen Otto aus dem Weg. Und genau, ist keine Maske, man kann es nicht tragen, weil es ist halt wirklich. Also ich würde schon sagen, das ist schon Schädelgröße. So, ich habe noch keinen echten Schädel in der Hand. Hattest du schon mal einen echten Schädel in der Hand? Ja, willst du ihn mal willst du den Schädel mal anfassen? Also kommt schon von den Proportionen hin wie ein Kopf. Beim Ende ist ja nochmal so richtig Lederbeschichtung oder was das ist, ne? Ja. Das ist schon geil, das macht auch. Fühlt sich auch richtig wertig an, so von. Also ich finde es halt echt, bin halt echt wirklich überrascht, wie krass das hier ist, so. Das ist halt nicht einfach irgendwie Billo-Plastik. Aber man kann den echt nicht tragen, leider. Nee. Ist halt zu klein dafür. Zu klein, ja. Aber ich finde, die Schädelgröße kommt schon hin. Ja, wenn ich es eben so mir. Wenn man sich den Bums so neben das Gesicht hält, ist er schon. Tetrapack zum Vergleich. Willst du einen Tetrapack zum Vergleich? Ja. Nein. Nein, danke. Dann halt nicht. Nein. So. Ja, ich gucke einfach. So. Ja, hier drin ist halt auch so eine. Was auch immer das ist. Alles ordentlich massiv und. Fühlt sich alles wertig und stabil an. Nicht so Billo. So, hier hinten haben wir den An- und Ausschalter. Das müssen wir gleich mal gucken, wo wir da das Zeug einsetzen, weil so klar ersichtlich ist es nicht so richtig. Sieht aus, als ob man da was aufschrauben muss. Ich muss mal kurz Werkzeug holen. Braucht man Werkzeug. So, Werkzeug. Suche. Der Werkzeugsuche ist vor dich. Werkzeug. Suche. Er findet nichts. Er hat irgendwas in der Hand. Alles war nicht das. Aber er findet nicht das Richtige. Suche. Schublade. Hallo. Werkzeug. Will sie spinnt rum in der Hintergrund? Nein, die spinnt nicht, die ist normal so. Aha, das ist ja easy. Rein! So, Reihe Nummer 2. Das war zu einfach. So, jetzt müssen wir aber noch schrauben. Und kaputt. Nee. Nee.
Passt nicht ins Regal. So weiter geht, habe ich die laute Schraube gleich kaputt. Moment. Ja, ich bin ein Flugzeug. Hallo, ich bin viel zu groß. Krieg die Schraube nicht gedreht. Ich glaube, ihr habt die Schraube kaputt. Das ist ja jetzt nicht so gut. Gut, wir werden nicht sehen, wie diese Krone leuchten kann. Okay, ich habe einen Schraubenzieher am Fuß stecken. Nein, wenn der Schraubenkopf durchgenuggelt ist, weil die Schraube zu weich ist oder man zu blöd ist, eine Schraube mit dem richtigen Schraubendreher rauszudrehen. Danke, Dankeschön, Seelis, Dankeschön. Vielleicht gerade ein bisschen Hassschweiß gekriegt. Und es ist sehr warm unter diesem unglaublich flauschigen Geburtstagshoodie. Dankeschön. Und da ich die Fenster nicht aufmachen kann, weil sonst jemand hier erfriert, schwitze ich gerade halt ein bisschen.
Und wir möchten ja nicht, dass hier irgendjemand erfriert. Das wäre nämlich voll doof. So, jetzt müssen wir nur noch die Schrauben da wieder reindrehen. So. Okay. Hast du dir vielleicht ein bisschen spektakulärer vorgestellt? Machen wir mal das Licht aus. Doch, ist schon ganz nice. Schade, dass es nicht bunt leuchtet, ja. Irgendwie so ein bisschen Wechsel oder ein bisschen Bewegung drin wäre cool gewesen. Ja, bin doch sagen, sehr zufrieden. Auch wenn ich ein bisschen dusselig war, was die Schraube angeht. Neun Komma fünf von 10 Punkten, weil nicht bunt. Aber wenn sie so steht, dann sieht es so cooler aus, als wenn es nicht leuchtet, finde ich. Bin quasi gerade Pole Dance Andy. So dass ich die Stange um meine Hand dreht und egal, oh Gott. Ich hab nichts gesagt. De. Schönen guten Abend. Hallo.
Guten Abend, Dwayne. So. Bunte Zähne sind doch viel cooler. Finde ich auch. Also, dann kann dir auch keiner mal was kommen, wenn du gelbe Zähne hast. Dann sagst du einfach, was, gelbe Zähne? Das ist im Trend. Oder gelbe Streifen, blaue Streifen auf Zähne, alles tipptopp. Doch, das ist schon ziemlich geil. Schon ziemlich nice. So, Kinder. Bauanleitung haben wir jetzt gar nicht gebraucht, voll doof. Aber es sind in 11 Sprachen kann man zusammenbauen, wenn man möchte. So, den stellen wir gleich dahin. Der bleibt auf jeden Fall hier bei uns. RGB-Zähne bitte, aber leuchtend bitte. Muss man einen Zahntechniker fragen, ob das geht, ob es so transparente quasi Zahnersatz gibt, wo man sich da LEDs einpflanzen lassen kann. Aber wie schließt man da Strom an? Holt sich das dann aus dem Körper oder? Aus dem Poschi. Das war nicht jetzt hier, wie nennt man das? Saubere Energie? Oder ist Kuhpups, ist Pups saubere Energie oder eher weniger? So, gehen wir schon mal hier rüber wieder.